Hallo zusammen, wir starten mit unserer zweiten Videoreihe. Wir danken euch für euer zahlreiches Feedback zu den letzten Videos und in den Feedbacks haben wir häufig gelesen, dass ihr euch mal ein komplettes Workout wünscht. Zu einem kompletten Workout gehört ein komplettes Warm-up, das werden wir euch jetzt gleich zeigen. Dabei starten wir dieses Mal am Boden in Bauchlage und arbeiten uns langsam nach oben vor. Im Workout erlebt ihr dann komplexe Bewegungsabläufe für den gesamten Körper, wo auch der Stoffwechsel gut aktiviert ist, die Rumpfmuskulatur aktiv wird und dein Rücken auch gut gestärkt wird. Bei dem heutigen Warm-up zeige ich dir in jeder Position ein paar Wiederholungen. Sehr gerne kannst du natürlich auch ein paar mehr Wiederholungen machen. Wichtig ist, dass du am Ende vom Warm-up das Gefühl hast, dass du gut durchmobilisiert bist und tatsächlich warm bist. Du legst dich am Anfang in Bauchlage. Stellst deine Fußspitzen hinten auf und legst deine Hände vorne flächig am Boden ab. Richte dein Brustbein ein bisschen auf und schiebe als erstes deine Nasenspitze runter zum Boden und wieder nach oben zur Decke. Lasse dabei deine Nasenspitze die ganze Zeit zum Boden zeigen. Wie gesagt, führe diese Übung ein paar Wiederholungen durch. Jetzt halte die Nasenspitze nach oben gezogen und hebe die Arme im Wechsel hoch. Du wirst automatisch spüren, wie du im unteren Rücken ein bisschen Spannung reinbekommst. Lass deine Hände, die am Boden sind, deine Hand, die am Boden ist, locker die ganze Zeit am Boden. Nach ein paar Wiederholungen lässt du beide Hände am Boden liegen und hebst die Beine im Wechsel hoch. Konzentrier dich darauf, dass deine Spannung eher aus dem Po kommt. Dann wechsel wieder zu den Händen. Wenn du deinen rechten Arm hebst, drehst du deinen Oberkörper ein bisschen zur Seite. Dann hebst du den linken und drehst dich ebenfalls zur Seite weg. Die Bewegung wird also etwas größer. Die Hand, die am Boden ist, die bleibt ganz locker am Boden. Nach ein paar Wiederholungen führe die Hände neben den Brustkorb und drücke dich nach oben weg. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du kannst dich nur ein paar Zentimeter hochdrücken und das ist auch in Ordnung. Achte darauf, dass dein Po angespannt ist, sobald du dich nach oben wegdrückst. Das nächste Mal halte oben an und drehe deinen Kopf nach rechts und links 2-3 Mal und komm wieder runter. 2-3 Mal und wieder runter. Ein letztes Mal zeige ich es dir noch. Gut, von hier schiebe das Gesäß nach hinten weg, schiebe das Gesäß weit zurück und komme mit dem Kopf und Brustkorb durch die Arme durch. Führe dann zurück mit dem Becken runter zum Boden. In deinem Tempo durchführen, gerne kannst du das Ganze etwas schneller machen. Wenn du in der Position hier vorne bist, kontrolliere nochmal deine Schultern, dass die wirklich hinten unten sind. Ein letztes Mal. Dann führe deine Knie direkt unters Gesäß und deine Hände unter die Schultern. Von hier drehe deine Finger nach hinten zu den Knien und schiebe das Körpergewicht zurück. Du bringst hier ein bisschen Mobilität in die Unterarme. Nach ein paar Wiederholungen drehst du die Hände in den Handrücken, auf den Handrücken. Wenn du die Hände dichter an den Knien hast, ist es etwas leichter für dich. Wenn die Hände weiter weg sind, ist es etwas anstrengender. Such dir eine Position, bei der du gut die Ellenbogen beugen und strecken kannst. Danach lege die Hände wieder flächig unter die Schultern und kreise mal deinen Oberkörper durch die Arme durch. Dabei kann deine Wirbelsäule eine richtige Wellenbewegung machen. Und probiere auch die andere Richtung. Nun lege deinen Handrücken auf den unteren Rücken und drehe dich nach oben zur Decke auf. Dein Blick folgt dabei der Schulter und dem Ellenbogen zu der Seite, zu der du dich drehst. Dann auch noch auf der anderen Seite ein paar Wiederholungen. Vielleicht findest du auch heraus, auf welcher Seite es besser klappt.
dann nimm das einfach nur wahr. Dann weißt du, dass du gut daran arbeiten kannst. Lege beide Hände wieder unter die Schultern und stelle deinen rechten Fuß neben die Hände. Ich zeige dir das jetzt mal von vorne. Stelle deinen rechten Fuß neben die Hände. Drücke jetzt dein rechtes Knie nach außen weg. Auch hier nur so weit, wie deine Hüfte das zulässt und wie es für dich noch angenehm ist. Danach nimm beide Hände neben die Füße und strecke dein hinteres Bein. Bring jetzt richtig Power in deinen Po und lass das Becken leicht dynamisch vorsichtig runtersacken. Wechsel nach ein paar Wiederholungen dann die Knie bzw. den Fuß, stell das hintere Knie wieder ab und wechsel das Bein. Du drückst das Knie wieder nach außen. Nimmst beide Hände in die Mitte, streckst das hintere Bein und lässt das Becken runtersacken. Nach ein paar Wiederholungen hältst du an und dein vorderer Fuß, der steht ja schon richtig fest am Boden, nimm den anderen einfach hinzu. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, du fällst nach hinten über, dann stell dich gerne mit den Fersen auf die Mattenkante rauf, das ist ein bisschen leichter dann. Komm wieder runter und kreise jetzt mal nur einen Fuß auf der kompletten Fußsohle. Auch andersherum. Wechsel dann deine Seite und fühl richtig, wie du die Fußsohle auf der Außenkante, auf dem Ballen, auf der Innenkante abrollen kannst. Andersherum. Komm zur Ruhe und nimm dann die Hände unter die Fußspitze, strecke dein Gesäß hoch zum Himmel und roll deine Wirbelsäule auf. Lege deine Hände in den unteren Rücken, schiebe deine Ellenbogen weit zurück und lehne dich nach hinten. Dabei ist dein Po ganz fest. Du öffnest dich dadurch im vorderen Bereich. Komm wieder nach vorne und komm zurück in diese Position, wo du unten in der Hocke warst. Nimm eine Hand auf den Boden und drehe deine Knie ein bisschen nach vorne weg. Dabei lässt du bewusst deine Fersen immer ganz weit unten am Boden. Irgendwann kommen sie automatisch hoch, aber lass sie weit unten. Halte an, komm zur Ruhe und geh zurück auf die Matte in den Kniestand. Dreh dich auch gerne wieder, dass du die Matte unter den Händen hast. Und am Ende vom Warm-up werden wir dir noch ein bisschen Stabilität geben. Komm in die Liegestützposition und halte als erstes deine Bauchmuskulatur fest. Das heißt, dein Becken richtest du ein bisschen auf und bringst Spannung in deinen Po. Von hier schiebe deine Schulterblätter in einer kleinen Bewegung hoch und runter. Du kannst dabei richtig rund werden im oberen Rücken. Nach ein paar Wiederholungen halte diese Rundung im oberen Rücken. Kontrolliere nochmal, dass dein Po richtig angespannt ist und halte kurz die Bauchspannung. Am Ende setze die Knie auf die Matte ab. Und ich hoffe, dass du genau wie ich jetzt auch gut vorbereitet bist für die Workouts. Lass uns nun mit dem Workout beginnen. Wir trainieren heute gemeinsam nach dem Zirkeltrainingsprinzip und führen die Übungen immer 40 Sekunden durch und haben danach eine 20-sekündige Pause. Wir trainieren heute mit dem Loopband und mit dem Superband. Henning zeigt dir jeweils die etwas schwierigere Variante der Übung und ich die etwas leichtere. Und wir starten nun direkt mit Übung Nummer 1, dem Ausfallschritt. Positionier bitte deinen rechten Fuß vorne und den linken Fuß hinten auf deiner Fußspitze, sodass die Ferse über deiner Fußspitze steht. Richte dein Brustbein auf, nimm die Arme lang neben den Körper oder wähle die etwas schwierigere Variante, wie beim Henning mit dem Superband. 40 Sekunden ab jetzt.
Sehr gut. Komm in die Bewegung und beuge und strecke beide Beine immer gleichzeitig. Achte darauf, dass dein Knie vorne recht ruhig bleibt. Immer so in einer Linie mit deinem Fußspann. Sehr gut. Es darf ruhig ein bisschen anstrengend sein in deinen Beinen. Die darfst du gerne spüren. Und schau, dass du auch den vorderen Fuß immer flächig auf dem Boden hältst. Sehr gut. Komm, noch kurz durchhalten. Deine hintere Ferse ist immer noch in der Luft. Und wir haben es auch schon gleich geschafft mit unserem ersten Intervall. Noch 4, 3, 2. Sehr schön. Pause. Nutze nun die 20 Sekunden, um kurz durchzuatmen und wir starten danach direkt mit der anderen Seite. Dein linker Fuß ist vorne positioniert, der rechte Fuß hinten auf deiner Fußspitze. Du richtest dein Brustbein wieder auf, drehst deine Schulter nach hinten, du hast eine gute Bauchspannung und wir legen los ab jetzt. Komm wieder in die Beugung und Streckung. Achte wieder darauf, dass dein vorderer Fuß immer flächig und fest am Boden verankert ist. Und dass dein vorderes Knie recht ruhig ist. Dein Becken ist stabil. Und bei der Bewegung nach oben halte eine gute Gesäßspannung. Sehr gut. Du kannst jetzt selber deine Geschwindigkeit bestimmen. Möchtest du gerne mehr deinen Puls erhöhen, dann wähle eine schnellere Geschwindigkeit. Möchtest du gerne mehr auf Kraft trainieren, mach das Ganze etwas langsamer. Prima, dein Brustbein ist immer noch aufrecht. Und wir haben es schon gleich geschafft. Sehr gut. Und wieder Pause. Für die nächste Übungsstation darfst du dich auf die Matte begeben. Wir starten in der Liegestützposition und führen die Liegestütze auch gemeinsam durch. Einfacher ist es, wenn du das Loop nutzt und das Loop einmal knapp oberhalb deiner Ellbogen positionierst. Henning zeigt die schwierigere Variante mit dem Superband. Du stellst deine Fußspitzen hinten auf, kommst in die Stützposition und drehst deine Ellbogen, als wolltest du deine Hände im Boden verschrauben, nach hinten in Richtung deiner Fußspitzen. Dein Kinn zieh leicht an die Brust, halte eine gute Bauchspannung und wir starten für 40 Sekunden. Senke den ganzen Oberkörper tief und hoch. Halte dabei immer die Spannung in deinem Bauch. Henning macht mal weiter. Und schau, dass du immer auch deine Beine richtig kraftvoll durchgestreckt hast. Sehr gut. So, du machst einfach weiter. Ich empfehle auch immer, die lange Beinvariante zu wählen, weil du dabei immer mehr Core-Spannung, also mehr Rumpfspannung hast. Von der Geschwindigkeit wählst du genau wie vorhin auch ein Tempo, was sich für dich gut anfühlt und wo du gut durchziehen kannst. Wenn du zwischendrin merkst, dass es ein bisschen zu anstrengend wird, halte einfach oben. Sehr gut. Wir kommen nun zur Übung Nummer 4, der Kniebeuge. Wir nutzen beide dazu das Loopband. Du darfst uns gerne direkt nachmachen und positionieren das Loopband knapp oberhalb unserer Knie. Henning bringt eine zusätzliche Aktivierung in die Rückenmuskulatur, indem er das Superband mit langen Armen über dem Kopf hält. Schau, dass deine Füße etwas breiter als schulterbreit positioniert sind, richte deine Wirbelsäule auf und lass uns starten. Wir starten mit einer Beugung und Streckung in den Beinen. Und du schaust immer, dass du dein Brustbein schön aufrecht hältst. Die Geschwindigkeit bestimmst du wieder selbst, je nachdem, ob du mehr auf Kraft oder mehr darauf trainieren möchtest, dass dein Puls nach oben geht. Wenn du nach oben gehst, steuer mal ganz bewusst dieses nach oben gehen aus den Fersen heraus an. Und du wirst merken, dass du noch mehr Aktivierung in deine Gesäßmuskulatur bekommst. Deine Knie gehen immer leicht nach außen gegen den Zug vom Band. Und noch 4, 3. Sehr gut, letzte Wiederholung. Unsere Übung Nummer 5 ist ein einseitiges Rudern und wir starten mit dem rechten Arm, mit der rechten Seite. Du stellst dich auf dein Superband mit dem linken Fuß und greifst mit der rechten Hand das Superband. Der hintere Fuß ist auf der Fußspitze positioniert. Du richtest das Brustbein auf, bist aber aus dem Becken leicht nach vorne gebeugt. Ich zeige dir Level 1, Henning Level 2. Wir starten gemeinsam. Du ziehst erst deine Schulterblätter nach hinten, gehst dann mit den Ellbogen in eine Ruderbewegung. Henning führt das Ganze noch zusätzlich mit einer Rotation durch. Wähle selbst für dich, welche Variante für dich angenehm und auch gut durchführbar ist, damit du eine gute Technik beibehältst.
Schau immer auf diese Verankerung, besonders in deinem Schulterblatt. Und es hilft dir, wenn du dich ein bisschen weiter nach vorne neigst, dass du nicht zu sehr deine Schulter hochziehst, sondern direkt den Weg nach hinten findest an deine Wirbelsäule. Die Geschwindigkeit bestimme wieder selbst und halte noch kurz durch. 4 Sekunden hast du noch, eine letzte Wiederholung. Sehr gut. Und Pause. Löse das Ganze auf. Für Übung Nummer 6 wechselst du einfach deine Seite und positionierst deinen rechten Fuß vorne auf dem Superband. Der linke Fuß ist hinten auf deiner Fußspitze positioniert und die linke Hand greift das Superband. Die Bauchspannung ist wieder aktiv. Ich mache wieder Level 1, Henning Level 2 und los geht's. Schau wieder, dass du erst die Schulter nimmst, dann den Ellbogen oder wenn du Level schwieriger machst, noch als dritte Stufe die Rotation. Deine Geschwindigkeit sollte ähnlich sein wie bei der vorigen Übung, wie bei der anderen Seite. Und konzentriere dich wirklich auf dieses nach hinten ziehen und vor allem darauf, dass du deine Schulterblätter nach hinten positionierst. Sehr gut. Dein Nacken ist lang und du hältst die ganze Zeit deine Spannung im vorderen Bein und vor allem auch in deiner Rumpfmuskulatur, damit du gut und stabil bleibst. Noch 2 Wiederholungen mehr. Und dann hast du auch diese Seite geschafft. Die nächste Übung ist eine wichtige Übung für die Rumpfstabilität und die Stabilität im Schultergürtel. Dafür nimmst du dir das Loop, wenn du das schwierigere Level durchführst und machst das Loop knapp über die Knie. Kommst dann runter auf die Matte bitte, auf deine linke Seite am Anfang. Wir wählen uns von der Ausgangsposition die Position auf den Knien. Bilde eine Linie mit dem Knie, dem Becken und dem Ellenbogen. Sarah zeigt dir jetzt das leichtere Level und geht mit dem Becken nach oben und du hältst die Position. Ich gehe mit dem Becken hoch und spreize zusätzlich mein oberes Knie ab. Wenn du das Knie abspreizt, halte dein Becken dabei ganz ruhig. Bei der gesamten Übung, während der gesamten Zeit, halte deine Gesäßmuskulatur auf Spannung. Halte deine Halswirbelsäule in der Länge. Manchmal tut hier so ein bisschen die Schulter weh, dann drück noch ein bisschen mehr deine Schulter raus, weg von der Matte, raus aus dem Boden. Drück dabei richtig deinen linken Ellenbogen in den Boden rein. Atme gleichmäßig die ganze Zeit und halte diese Position einfach, bis die 40 Sekunden durch sind. Du hast es gleich geschafft und wir lösen die Position auf. In der Pause drückst du dich einfach nach oben in den Sitz, führst deine Beine über den Sitz zur anderen Seitstützposition. Dieses Mal bist du mit dem rechten Ellenbogen unter der rechten Schulter, bildest wieder eine Linie aus Knie, Becken, Schulter oder Knie, Becken, Nasenspitze und drückst dich mit dem Becken nach oben. Bei der schwierigeren Position, wie du hier siehst, drücke ich wieder das obere Bein, das obere Knie nach oben weg. Wenn du es noch ein bisschen intensiver möchtest, heb vielleicht auch mal den Fuß vom anderen Fuß ab. Heb ihn einfach nach oben. Bei der Sarah siehst du jetzt, dass sie den Arm nach oben streckt. Manchmal gibt einem das ein gutes Gefühl in der Aufrichtung. Du kannst auch gerne die Hand auf dem Becken ablegen. Denk weiterhin an deine Po-Spannung. Denk weiterhin an die gestreckte Wirbelsäule und auch hier den Ellenbogen kraftvoll in die Matte drücken und öffne dich im Schultergelenk. Gleich hast du es geschafft. Die Spannung auflösen. Bei der nächsten Übung brauchen wir beim leichten Level, aber auch beim etwas schwierigeren Level das Loop um die Knie. Dann begeben wir uns in Rückenlage. Du stellst deine Fersen auf und rollst dich in Rückenlage. Fürs schwerere Level nehmen wir zusätzlich das Superband auf das Becken oben rauf. Die Hände positionierst du neben deiner Hüfte, locker am Boden. Von hier legen wir los. Wir drücken das Becken nach oben und führe das Becken wieder runter. Kurz bevor du dein Po am Boden fühlst, gehst du wieder nach oben. Halte also die ganze Zeit die Spannung. Je weiter jetzt die Fersen vom Gesäß entfernt sind, desto intensiver wird das zusätzlich. Wichtig ist, dass du deine Gesäßmuskulatur die ganze Zeit auf Spannung hältst.
Atme vor allem, wenn du nach oben kommst, tief aus. Und führe die letzten paar Wiederholungen durch. Und das Becken ablegen, kommt zur Ruhe. Die nächste Übung ist eine wunderbare Übung für die stabilisierende Muskulatur, vor allem für die Rumpfmuskulatur. Dabei gehst du in den Vierfüßlerstand mit den Händen unter der Schulter positioniert und mit den Knien unterm Gesäß. Ich habe das schwierigere Level und nutze dazu das Band oberhalb der Knie. Stell deine Fußspitzen auf und wir legen los und du hebst deine Knie nur ganz leicht vom Boden ab. Das ist vielleicht ein Zentimeter, vielleicht sogar nur ein Millimeter. Drehe dazu deine Ellenbogen nach hinten weg. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, öffne vielleicht sogar deine Füße etwas weiter nach außen. Wenn man die Knie gehoben hat, will ganz gerne der untere Rücken so ein bisschen ausweichen. Bring dein Becken in eine Position, bei der du wieder gut diese Stabilität spürst. Gerne kannst du sogar steigern, indem du gegenläufig rechte Hand, linker Fuß nach vorne nimmst und dann die andere Seite. Gerne auch wieder zurück. Halte dabei die ganze Zeit die Knie sehr weit unten und komm zur Ruhe. Das ist ja ein Workout, bei dem wir viele Bereiche des Körpers ansprechen. Und in so einem Workout empfehlen wir dir immer zum Abschluss eine Übung, bei der du dich nochmal richtig aufrichtest, bei der du dem Nervensystem das Gefühl gibst, nochmal in der Aufrichtung zu landen. Und das machen wir jetzt. Du stehst gerade aufrecht, bringst das Band, das Superband, über deinen Kopf. Im Level 1, das seht ihr bei der Sarah, die bleibt einfach so senkrecht stehen. Ich lehne mich zusätzlich ein bisschen nach vorne und wir ziehen immer im Wechsel den Arm zur Seite weg. Dabei kannst du sehr gut bewusst dein Schultergelenk öffnen. Hab das Gefühl, dass du im Nacken dich immer öffnest und richtig streckst. Sobald du das Gefühl hast, dass du eher klein wirst, richte dich wieder auf. Auch im Brustkorb kannst du dich gut aufrichten. Und je weiter du dich nach vorne neigst, desto intensiver wird das Ganze. Deine Handgelenke sind gerade. Du atmest aus, wenn du den Ellenbogen zur Seite nach unten ziehst. Die letzten paar Wiederholungen. Und dann richte dich am Ende wieder auf. Wenn du heute wenig Zeit hattest, dann reicht dir vielleicht dieses Workout aus. Wenn du mehr möchtest, spul an dieser Stelle gerne einfach zurück und starte erneut den Hauptteil von diesem Workout. Und wir laden dich herzlich ein, auch die ganzen anderen Videos anzuschauen, die wir gemacht haben, mit viel Abwechslung ein gutes Training durchzuführen. Wenn du interessiert bist an Personal Training, dann findest du dort die Infos im Link.